Heute machen wir eine Meditation mit Serafina, eine der Seraphim. Und die Seraphim sind 12-dimensionale Engel, die direkt die Gottheiten umgeben. Und sie singen den ganzen Tag die göttliche Vision, beziehungsweise sie verkünden die göttliche Vision und sie singen über den Namen des Quells in ihrer engelsgleichen Stimme. Serafina, die singt quasi ihr Ausbildungs- oder das, was sie ausbildet, das singt sie in hochfrequenten geometrischen Lehrprogrammen in unsere Energiefelder hinein. Das ist eine völlig andere Art und Weise des Lernens. Und der Mensch, der mit Serafina zusammenarbeitet, der wird eben ausgebildet zum Lehrer der inneren Welten. Innere Welten, also innerhalb unseres galaktischen Systems, oder er kann auch zu einem intergalaktischen Botschafter werden. Zu den Aufgaben gehört zum Beispiel das Management der Sternensysteme, der Sonnensysteme oder Energiemanager der Sterne zu sein, ebenso wie interuniverselle Arbeiten oder geometrische Strukturen anzupassen. Zum Beispiel ist es ja im Moment die Situation, dass unsere Erde in einer dreidimensionalen Struktur schwingt und wir diese drei Dimensionen auch noch brauchen für viele Menschen. Und gleichzeitig wurde aber schon die fünfte Dimension installiert. Normalerweise wird vorher mal die dritte abgebaut, bevor die fünfte installiert wurde, aber jetzt ist das zeitgleich, weil die Menschen zum Teil noch in 3D und andere schon in 5D schwingen. Und an dieser Arbeit sind eben die Seraphim stark beteiligt. Und dann sehen wir, wie über den Campus ein wunderschönes Wesen zu uns kommt, das eine unglaubliche Liebe ausstrahlt, ganz hell und leuchtend ist. Und sie bleibt stehen, ganz in unserer Nähe, am Rande des Weges. Und wir erkennen sie. Es ist Serafina. Serafina hält in ihren Händen neue Sterne, die in einer kosmischen Göttlichkeit erstrahlen. Und sie reicht jedem von uns einen dieser Sterne.